Meine Frage, warum findet man auf deinem YouTube-Kanal eigentlich keine alten Videos mehr von früher? Du findest alle Videos von früher. Jeder Kanal auf YouTube hat sogar eine eigene Suchfunktion, wo du sogar angeben kannst, von wann die Videos sein sollten. Ansonsten hat das was mit der Suche zu tun, aber bei mir sind alle Videos weiterhin verfügbar. Franzosen, liefert mal Artillerie für den Krieg. Guten Tag, Buffkit. Sie lassen es wirklich zum Krieg kommen. Mir soll es recht sein. Oh, ihr seid so ein... Mecklenburg, ihr seid so Loser. Wenn ihr jetzt in einer Runde euer Land verliert, ne, dann hackt's aber. Der verstärkt also von Gräben in Brandenburg durch ... hat das Land in eine verwüstete Hölle verwandelt. Das Patt kann nicht ewig anhalten. Wir brauchen einen Durchbruch. Sturmtruppen. Vor allem, da ist eine weitere Verteidigungslinie entstanden, die ich am Anfang gar nicht gesehen habe. Ich dachte, der wäre hier komplett eine Linie. Macht, die sich verteidige. Ah ne, es ist sogar komplett eine Linie, komisch. So, die Sache hier links ist ja gleich schon gegessen, weil die haben keine Truppen im Nordrhein und im Rheinland. Arbeiterschutzprogramm, läuft alles. Ich muss sagen, das größte Problem wirklich meines Reiches ist Arbeitskräfte. Also nicht nur Arbeitskräfte, aber auch Soldaten, alles. Es fehlt alles. Wird ein kleines Stück Front verlieren. Es wird besser. Es
So. Streitkräfte, Zustimmung plus 3. Und lass uns doch das Militärgehälter mal eben erhöhen. Damit die Herrschaften zufriedener werden. Loyalität plus 20. Wir kriegen jetzt auch die 5 plus 15% an sich schon vorhin. Die Leute sind so glücklich. Aus der Interessengruppe Streitkräfte. So, Defensive abgewehrt und jetzt wird unser Land wieder. Sieht schlecht aus. Wenn Krieg sich nicht mehr lohnt. Die Russen sind gleich da. Die Russen machen hier hinten auch nur Unsinn. Ich möchte eigentlich nicht noch weitere Truppen ausheben. Oder Wehrpflichtige einberufen. Ja, drückt ihn. Er hat keine Zeit, sich den Bart schneiden zu lassen. Toller Vorstoß. Oh, Preußen hat aufgehört, Vorstöße zu machen. Die verteidigen nur noch. Was echt fies ist übrigens mit den Bataillonen. Das verstehe ich einfach nicht, warum teilweise die Bataillone dann da so festhängen, beziehungsweise dann nichts weiteres rauskommt. Ne, warum greift der an mit 12 Bataillone? Er hat ja eigentlich 75 unter seinen Fittichen. Und dann hast du einen guten Offensivwert und verlierst die Schlacht nur, weil der so wenig eingesetzt hat für die Front, also für den Angriff, ne? Das finde ich bei dem Spiel irgendwie total undurchsichtig. Nein, hier werden keine gekesselten Einheiten ausgelöscht. Jedenfalls ist mir das noch nicht aufgefallen.
dass das irgendeinen Einfluss darauf hätte. Tja, alles steht, nichts bewegt sich. Ich hatte das Gefühl, dass Gelände eine Rolle spielt. Kann sein. Wir werden Strom, so viel Strom erzeugen, dass nur noch Reiche eine Kerze anzünden. An sich kann es egal sein, es ist ja nicht mein Krieg. Ich muss nur die Fronten halten. Preußen wird irgendwann aufgeben. Guten Abend, Pegasus, grüß dich. Das Schlimme ist wieder, ich kriege jetzt wieder Verwüstung, die überhaupt nichts mit der Region zu tun hat. Das ist halt, das ist eigentlich das Schlimmste. So, Frankreich gegen Italien, das interessiert mich nicht. Die beste Verteidigung. Unsere Nachbarn in Preußen sind für ihre rücksichtslose Außenpolitik bekannt. Etwas, was eine Partei, konservative Partei, in ihrem Wahlkampf aufs Tableau brachte, indem sie versprach, härter gegen diese Aggression vorzugehen. Wo stehen die denn im Moment? Naja, der preußischen Bedrohung muss Einheit geboten werden. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Leute verschwinden im Moment hier sehr häufig, weil ich die Geheimpolizei durchsetzen will. Das hat was mit dem, mit meinem politischen Diskurs zu tun. Ich glaube, Russland ist aus dem Krieg raus. Nee, stimmt gar nicht. Werden aber die ganzen Schlachten nicht mehr angezeigt, die sie gewonnen oder verloren haben. Preußen sind ja auch eine Bedrohung. Boah, ich fass das nicht, ey. Russland, die Lappen wieder.
So, das Gelände in der Provinz bestimmt über die ihre Schlachtbreite und darüber, wie wechselhaft und unberechenbar Schlachten in dieser Provinz sind. Generäle können auch geübter im Kampf in unterschiedlichen Geländen sein. Das Gelände einer bestimmten Provinz kann sich durch Gebäude ändern, die im betreffenden Staat errichtet werden. Also es macht schon Sinn, dass es eine Schlachtbreite gibt. Aber es ist trotzdem ein bisschen merkwürdig. Kann da nicht aufgeben. Sehr gut. Na gut, relativ. So, Fortschrittspartei nochmal ein reintreten, um die nochmal zu schwächen. Wegen dem Skandal. Gehalt für Militär reduzieren. Chemische Kriegsführung, Chemiewaffenspezialist. Das ist nicht so geil. So, 4 Monate für mechanisierten Ackerbau, das wird nochmal ordentlichen Schub geben für die Produktion von allen Agrarerzeugnissen. So, der MG-Schütze braucht nur Munition und Handfeuerwaffen. Nur. Plus 25 Defensive, plus 10% Moralschaden, Tötungsrate. Und kostet einen Haufen Munition und Handfeuerwaffen. Das macht nichts. Das werden wir alles einfach voranbringen.
Ach so, das habe ich nicht gemacht, weil wir keine Dienstleistung brauchen. Wir haben ja mehr als genug. Filmkunst. Noch mehr Kunst, die keiner will. Kohle und Motoren werden dadurch teuer, Elektrizität eigentlich viel zu billig im Moment. So, nochmal die Nähmaschinen, dann wir normale Kleidung mehr bekommen. Dann brauchen wir aber auch wieder Färbe. Färbemittel sind eigentlich durchgehend ein Problem. Es ist ja schön, dass ich die jetzt selbst herstellen kann, aber... Das kostet halt, also die Industrie hat auch nicht viele Upgrade-Möglichkeiten. Meckert ihr hier? Ich wusste gar nicht, dass Alkohol so teuer ist in unserem Land. Die Armen. Du. Ach scheiße, ich habe schon so viel Autorität wieder verloren. Wir brauchen hier Straßenerhalt. Böhmen ist irgendwie ständig dran mit Problemen der Infrastruktur, weil ich da so viele Fabriken drin gebaut habe. In Schwarzburg? Wie soll denn der Lebensstandard in der Windsmacht Schwarzburg sein? Wo übrigens eine rebellische Haltung ist. Ich habe das Ergebnis gerade nicht mehr im Kopf. Hm. 52%. Danke Leon für den Prime Sub. Die Kleinbürger wollen in der Fortschrittspartei sein. Ach, deshalb war da so ein großes Defizit. Nihilist.
Da ist das Militär wieder raus aus der Regierung. Dabei habe ich mich so bemüht, dass die drin bleiben. Beziehungsweise versucht, die zu stärken in dem Bereich. Der Kohleminen durchsetzen und hier haben wir keine Kohlemine gebaut. Alles bon. Chemiefabrik. Habe ich in der Produktion drin. Machen wir in Bayern auch noch 5, aber das war's dann. Du kannst nicht alle zufriedenstellen, aber kannst schon viele zufriedenstellen. Ist okay, Belgien. Wobei du jetzt auch einfach in die Zollunion kommen können. Aber das wolltest du natürlich nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich sehe, es gibt keine Bevölkerungskarte. Das würde mich gerade sehr interessieren, was bevölkerungsstarke starke Länder sind in meiner Umgebung. Oder Regionen, um die freundlich in meiner Verbindung aufzunehmen. Tendenziell ist keiner auf eurer Seite oder gegen eure Seite. Ach scheiße, ich hätte lieber machen sollen, dass ich die komplett erobern will. Ah, macht nichts. Wenn wir schon dabei sind, machen wir Lübeck auch zur Marionette. Es ist immer gut, am Limit zu leben mit der Verrufenheit, aber ich habe schon gesehen, dass ein Land eine Verrufenheit von über 200 hatte. Also vielleicht ist das übertrieben, was ich hier mache, da ich so immer knapp unter 100 bleibe, weil manchmal kommst du halt um Eroberung nicht rum.
Ach so, die sind das. Ja, warum nicht? Das wäre meine Forderung. Lebt damit oder lasst es. Ab 100 hat man in Kriegsgrund Kleinheiten. Da muss man alles zurückgeben, was man in den letzten 5 Jahren erobert hat. Und deshalb bin ich da schon ein bisschen vorsichtig. Man muss ja trotzdem verlieren. Also man muss ja da nicht verlieren. Man könnte ja trotzdem gewinnen. Das klingt gefährlich, vor allem seid ihr Landbewohner. Auf euch sollte man eh nicht hören. So, Diplomatiespiel, Diplomatieaktionen. Was ist los, Britannien? Hm? Ups, ich habe eine Rivalität mit Italien und mache die ganze Zeit Beziehungsverbesserung. Ist ja eh geil. Einheit, beziehungsweise Einfluss, meine ich, ist ja nicht so, dass ich dadurch irgendwelche Kosten verursache. Ach verdammt, jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Der Verrufsverfall nimmt zu, wenn du nichts mehr machst. Also wenn du Einfluss in der Produktion drin hältst, im Saldo, im Plus. Was aber ein bisschen komisch ist, weil ich den ja durch Rivalen bekomme. Also ich habe dann ganz viel Rivalitäten und habe ganz viel Einfluss und dadurch wird mein Verruf schneller abgebaut. Weil das einfach offen ins Gesicht zu sagen, du bist scheiße, ist besser als hintenrum. Das sind diese plus 11,08% durch diplomatische Vermittlung. Juhu, Geheimpolizei! Kann ich doch bestimmt auch pushen, oder? Amt des Inneren, das hört sich viel netter an. Plus 5% Unterdrückung, minus 10% Fortschritt an Revolution und Sezession und Protestbewegung Radikalisierung reduziert. Braucht man Zugang zum Meer. Also, ne, ich habe immer, auch wenn es jetzt nicht direkt mit mir verbunden ist, alles dazwischen werden Marionettenstaaten von mir sein. Und das wird schon werden.
So, wer hat sich da noch hinzugefügt? Keiner. Skandinavien, Lübeck, Hamburg. Ist total egal. So, Beziehungen mit England sind 50. Und... ohne Scheiß, England. Wenn du das nicht willst, dann willst du das halt nicht. Aber hör doch auf, meine Diplomaten dann auszuweisen direkt als nächstes. Mach mich fertig, ey. Nur ganz oft, dass irgendwelche Länder mit uns anfangen, Handelsvertrag zu machen und plötzlich, ah nee, wir wollen doch eigentlich, nee, lass mal. Entschuldigung. Was? Was? Mecklenburg lenkt ein. Toll. Da habe ich so schöne Kriegsziele gegen Skandinavien gemacht. Und jetzt habe ich gar nichts. Nimmt es einfach hin und kommt zu uns, Mecklenburg-Strelitz. Plötzlich werden Panzerschiffe interessant, obwohl wir immer noch keinen Zugang haben. Wir haben ja nur Zugang über das Meer von anderen, also von Marionettenstaaten. So. Skandinavien will wieder mitspielen. Nein, zurück. Das ist übrigens auch... weiß ich nicht, warum die das so machen. Alles wird irgendwie angezeigt, aber wenn du hier drin bist, siehst du halt nur Skandinavien an sich, muss also gucken, ne? Skandinavisch, Schleswig-Holstein. Okay, ich will das erobern.
Vielleicht sollte ich es übertreiben. Wenn ich jetzt noch sage, ich will Norwegen befreien, wird das ein ganz schön langer Kampf. Sehr schön. Das war für die Glashütten. Höhere Chance, um Ressourcen zu entdecken. Kunstseide selbst herstellen in Kunststoffwerken. Ja, aber ich habe mit euch keine Grenze, obwohl ihr eigentlich... Kommt nicht Hamburg und sowas mit in den Kampf dann? Weil immerhin sind die mit Kriegsziel. Admiral rekrutieren kann ich immer noch nicht. Wenn ich wüsste, ob wenn ich Deutschland eine, dadurch vielleicht einfach meine Verrufenheit wieder auf null fällt. Weil neuer Start und so. Ich rette mich einfach. So ein Baden fehlt an Beschäftigten. Deshalb ist da bei Holz auch kein Durchsatz. Ah, Moment. Traktoren. Mechanische Schlachthöfe. Auf Düngerproduktion. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Als wenn ich mit Excel-Listen die ganze Zeit rumhantiere und versuche, die Verweise zu verstehen. Lichtbogenverfahren. Aus Arbeiter werden Ingenieure, dafür wird einfach 8 Tonnen Elektrizität benötigt, plötzlich. Aber wir sparen ganz viel Kohle ein. Ach, das ist doch eigentlich ganz gut. Kohle fällt auf den Niedrigstwert und dann kommt das alles in die Kohlekraftwerke rein.
Und dann haben wir das Problem, dass Motoren zu wenig sind. Aber das ist auch kein Ding, weil Motoren können wir ja auch voranbringen. Nur nicht mit Montagebändern, weil wir dafür kein Öl haben. Obwohl, lass mich mal gucken. Ja, in Hannover gibt es eine Ölbohranlage, aber sie kümmern sich darum nicht. Landwirtschaft mechanisiert, abgeschlossen. Wir verteilen die den Nahrungsüberschuss unter den Armen. Natürlich, weil wir dadurch ganz viele Leute aus der Radikalisierung rausholen, hoffentlich. Schon ausgestoßen. Ja, wir sind die letzten Jahre relativ aggressiv vorangegangen. Aber was soll ich machen? Wir haben keine Zeit. Deutschland muss verbunden werden. So, Fleisch ist billiger geworden. Holz ist billiger geworden, Fisch ist billiger geworden. Öl, klar, weil wir kein Öl haben, wird es teuer. Und Eisen ist etwas teurer geworden. Apropos, wir sollten gegen Preußen vorgehen. Gegen Preußen habe ich wieder einen, wie heißt das? Dieser Unsinn mit Frieden und so. Nach Mecklenburg, die Marionette von mir, hat 1733 Konvois, die sie jetzt dazu tragen. Okay, wir können international handeln endlich, vernünftig. Ganz schön krass für so ein kleines Ländchen. Ja, ihr mögt mich alle nicht. Aber kann ich euch nicht einfach beschwichtigen, diplomatisch?
Die warten alle darauf, dass die Welt von Preußen befreit. So läuft das hier nicht. Die Art, wie General Eduard von Grünne im Krieg Süddeutscher Bund gegen Mecklenburg-Strelitz spezielle MG-Truppen zum Einsatz bringt, hat auf dem Schlachtfeld sehr vorteilhafte Ergebnisse eingefahren. Ganze Züge feindlicher Truppen fielen, bevor sie unsere Linie nur erreicht haben. Ne, du kriegst standhafter Verteidiger als Fähigkeit. Ist auch witzig, dass eigentlich diese kleinen Garnisonen, die hier gegeneinander kämpfen, sich auch verändern mit der Zeit dementsprechend, wie fortgeschritten eine Truppe ist. Na toll. Zwölf Schiffe für 10 Zigarren einsetzen. Genau mein Humor. Da ist alles okay. Holt Eisen aus dem Nachbarland. Preußen will Mecklenburg-Strelitz erobern, wo ich gerade im Krieg bin und Mecklenburg-Strelitz ja schon erobert habe. Nur kaputte, ey. Öl in Westgalitz entdeckt. Beim friedlichen Marsch in Bayern kam es unerwartet zu Gewalt, dass Demonstranten und Polizei aufeinander trafen. Mehr radikal durch Diskriminierung, aber wir haben ja keine, also in unserem Land herrscht keine Diskriminierung, jedenfalls nicht so viel. 63.000 haben wir nur radikal durch Diskriminierung. Tja, wir haben zu viel Geld übrigens wieder. Ich brauche mal ganz kurz einen Break.